schneit schon wieder so doll. Ach, ist das toll. Also Clara, ich glaube, das können wir uns echt schenken hier mit dem Schneeschippen. Da kommt ja eine Masse runter. Das ist ja unglaublich. Puh, ich bin auch schon richtig fertig. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass es so doll schneit. Und das jetzt schon seit Stunden. Das ist unglaublich. Ach Clara, du brauchst auch hier gar nicht mit fegen. Ich meine, du bist schwanger. Setz dich doch lieber ein bisschen ins Haus. Dort ist es wenigstens warm. Ach Quatsch, ich bleib hier mit draußen. Ich meine, so oft schneit es nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey, Sophia. Hast du etwa das Mistwetter bestellt? Nee, Kali, ich bin das nicht gewesen. Ach nee, das sagen sie doch alle. Na klar hast du das bestellt. Ich musste mir heute Morgen schon bei deinem Vater einen Schneeschieber leihen. Unglaublich. Ja, das ist wirklich heftig, wie viel ja Schnee hier runterkommt. Ich meine, die hatten einfach nur Sturm angesagt und kein Megaschnee. Also ich finde das Wetter wirklich toll. Ich mag Schnee. Soll ich dich jetzt einmal ein bisschen ziehen, Dinos? Hast du da Lust zu? Ach nee, Nele, setz du dich jetzt mal kurz hin. Wie hast du schon den ganzen Morgen hier gezogen? Es wäre so cool, wenn wir noch einen Schlitten hätten. Dann müssten wir uns nicht ständig abwechseln und Nele könnte uns beide ziehen. Übertreib mal nicht, Markus. Ich kann euch doch beide nicht ziehen. Ich bin doch kein Supermann. Boah, Nele, du bist aber ganz schön schwer. Bin ich gar nicht. Du bist nur viel zu schwach. Komm, Markus, ich helfe dir. Ich schub's Nele ein bisschen von hinten an. Dann ist sie nicht mehr ganz so schwer. Hey, ich bin nicht schwer. Ihr seid nur beide so zwei Schwächlinge. Also, Clara, ich gebe jetzt auf. Ja, ich auch, Sophia. Das hat einfach gar keinen Zweck. Dann schippen wir nachher nochmal Schnee, wenn es endlich aufhört zu schneien. Das ist ja nicht mehr normal. Na, Kinder, wollen wir nicht mal ins Haus gehen und uns mal kurz aufwärmen? Ihr seid jetzt schon seit Stunden draußen. Nee, aber weißt du, was richtig cool wäre, wenn wir noch einen zweiten Schlitten hätten? Da würde das Ganze noch mehr Spaß machen. Habt ihr nicht noch einen irgendwo? Also, Markus, ich habe keinen Schlitten mehr. Ja, Sophia, aber weißt du, was mir einfällt? Vielleicht liegt ja bei Opa Willi und Oma Erna noch ein Schlitten. Da könnten wir es probieren. Und dann gehen wir eine Runde Schlitten fahren und danach gehen wir uns endlich aufwärmen. Oh, 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 Erna, guck dir das mal an hier. Da ist ja schon wieder so viel Schnee. Oh, so viel Zeit habe ich gar nicht als Rentner hier. Die ganze Zeit hier nur am Schnee schippen. Na, na, Willi, mach da bloß ordentlich, du. Nicht, dass da jemand noch ausrutscht vor unserer Tür. Das geht ja mal gar nicht. Na, nu, schau mal da, da kommen die Kinder. Was wollen die denn jetzt hier? Oh, vielleicht wollen die dir ja helfen, Willi, beim Schneeschippen. Dann musst du das nicht ganz alleine machen. Na, Papa, soll ich dir vielleicht mal helfen? Och, nee, du Sophia, ich gebe das jetzt auch auf. Mir reicht das jetzt. Aber, mein Dern, was machst du denn hier draußen bei der Kälte? Das ist doch nicht gut für das kleine Würmchen in deinem Bauch. Du, Opi, darf ich dich mal was fragen? Ja, natürlich, mein Kind, du darfst mich immer alles fragen. Weißt du vielleicht, ob ihr im Keller noch einen Schlitten liegen habt? Wir wollen so gern Schlitten fahren, aber das ist so doof, weil wir nur einen Schlitten haben. Wir müssen uns die ganze Zeit abwechseln. Och, das weiß ich so gar nicht. Eigentlich müsste ich noch einen haben. Ich gehe mal eben kurz gucken, ja? Ach, du bist der beste Opi der Welt, danke. Ja, aber da musst du dich eben einen kleinen Moment gedulden. Den muss ich erstmal suchen und gucken, ob der wirklich noch da ist. Vielleicht hat Oma ihn ja auch verscherbelt auf dem Flohmarkt. So, Linus, dann kick mal hier hin, du. Ja, der ist schon ein bisschen älter, der Schlitten, aber der fährt bestimmt noch richtig gut. Hier, du kannst ihn erstmal haben. Ach, das ist ja witzig. Das ist mein alter Schlitten. Dass ihr den noch aufbewahrt habt, das ist ja unglaublich. Der ist doch jetzt schon richtig alt. Oh Mann, Clara, das stimmt. Da sind wir aber mit durch die Gegend gesaust. Ach, ich weiß auch schon, wo wir hingehen. Na, kick mal hier, was die Oma noch hat, du. Nun kick mal ganz genau zu hier, du. Dann machen wir schön die Kurven hier richtig glatt. Damit ihr den Berg so richtig schön runterdonnert. Das macht doch Spaß, oder? Ach, Omi, das bringt doch bestimmt gar nichts. Na, und ob das was bringt, du? Pass mal auf, wie ihr nachher den Berg runterfahrt, du. Da werdet ihr euch aber noch an mich erinnern. Ach, Mann, ihr, die sollen jetzt aufhören zu sabbeln. Ich will in die Schlitten fahren. Mir ist voll kalt. Na, mein Junge, soll ich deine Kufen auch noch ein bisschen, ja, tunen? Hast du da Lust zu? Ach nee, Omi, nun lass mich in Ruhe da mit deinem Speck, das bringt doch sowieso nichts. So einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Tschüss, Omi, und danke für den Schlitten. Tschüss, Opi. Ach, die Kinder, du, die haben doch keinen blassen Schimmer vom Schlittenfahren, du. Das glaub mir mal. So, dann kommt mal her, wir gehen in den Park. Oder, Clara, was sagst du dazu? Oh ja, ich weiß schon, wo du hin willst. Ach, schau mal, da hat jemand einen Schneemann gebaut. Ja, aber irgendwie sieht er so unvollständig aus, oder?
Ja, das stimmt. Vielleicht fehlt ihm ja... Ja, weiß ich gar nicht. Was fehlt ihm denn? Also ihm fehlt auf jeden Fall ein Hut. Und ihm fehlen auf jeden Fall zwei Arme. Sonst ist es doch kein richtiger Schneemann. Oh ja, jetzt sieht er super aus. Hast du toll gemacht, Tante Clara. Ja, ich hab's halt einfach drauf. Schau mal, der kleine See ist ja auch eingefroren. Die armen Schwäne. Linus, geh bitte nicht so nah an das Gewässer. Nachher fällst du noch rein. Das ist sehr gefährlich bei dem Wetter. Aber da ist auch überall Eis drauf. Da kann auch nichts passieren. Könnte fast schon drauf Schlittschuh laufen, oder? Nein, Linus, das ist wirklich sehr gefährlich und eine ganz dumme Idee. Das sollte man niemals tun. Man kann einbrechen und dann ertrinken oder erfrieren. Es ist wirklich schwer, dort wieder rauszukommen. Also bleib am besten schön weg von dem Wasser. Ich werd verrückt. Ist das etwa der Berg? Der ist ja mega steil. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Hier wollt ihr mit dem Schlitten runterfahren? Das ist doch viel zu gefährlich. Ach, Linus, da sind deine Mutter und ich schon so oft runtergefahren. Es ist nie was passiert. Mach dir keine Sorgen. Eher passiert dir was, wenn du hochgehst, weil dich andere Leute mit dem Schlitten mitnehmen aus Versehen. Nicht, Sophia? Meine Güte, war das schnell. So, Anna, jetzt aber schnell nach oben. Deine Schwester will auch noch rutschen. Ich mein Schlitten fahren. Also, Markus, ich hab dich wirklich gerne gezogen. Aber das ist da oben so steil. Jetzt musst du wirklich vom Schlitten absteigen. Ach, Mann. Kannst du mich wirklich nicht weiterziehen? Wer zuerst oben ist, darf auch zuerst rutschen. Also, los. Oh je, ich glaube, ich bleib mal hier unten. Das ist doch viel zu hoch und gefährlich. Nee, Linus, du gehst mit nach oben. Ich passe jetzt hier auf Emma auf und dann beeilt euch bitte. Mir ist wirklich kalt und Emma ist bestimmt auch schon ein bisschen kalt. Ich war zuerst da. Ich darf auch zuerst rudeln. Ja, dann mach jetzt zu, Markus. Ja, einen Moment. Ich muss mich kurz mal sammeln. Das ist wirklich sehr hoch. Ach, und der Weg ist auch wirklich steil. Ach, von mir aus sammel ich ruhig noch länger. Ich glaube, ich will gar nicht Schlitten fahren. Och, das sieht so steil aus. Ach, Linus, du stell dich nicht so an. Das ist bestimmt gar nicht schlimm. Wir können sonst auch zusammen rodeln, wenn du willst. So, Markus, nun seh mal zu. Deiner Mama wird kalt und Emma ist bestimmt auch schon nicht mehr ganz so warm. Wir rudeln jetzt hier jeder nur einmal runter. Das reicht, sonst kommen wir später nochmal wieder. Achtung, ich komme! Meine Güte, warst du schnell, Markus. Und hat Spaß gemacht? Oh, meine, das hat so viel Spaß gemacht. Am liebsten würde ich nochmal. Markus, nun komm endlich. Ich will auch rudeln. Mach mal ein bisschen schneller. Ich komm ja schon. Kein Stress. Oh, ist mir kalt. Nun beeilt euch bitte. Mir ist so kalt. Und Emma, glaube ich, auch. Nele, willst du nicht lieber zuerst? Nee, ich komm gleich nach. Fahr du mal, Linus. Ich kenne dich. Du fährst sonst wieder nicht. Hab keine Angst. Linus, du musst wirklich keine Angst haben. Das ist gar nicht so schlimm. Du kommst auf jeden Fall heil unten an. Versprochen. Und wenn was ist, dann komme ich ganz schnell hinterher mit dem anderen Schlitten. Aber trau dich ruhig, das macht bestimmt viel Spaß. Bitte nicht anschubsen. Wow, Gott, ist das schnell. Hilfe. Oh. Ach du meine Güte, das war aber schnell. Ja, ach du Schande, Linus hat den Schlitten von Oma genommen. Mit dem ganzen Speck da drunter. Och, der ist aber jetzt runtergeprescht, du. Huch, das war aber mega schnell. Ach, mein Herz. Och, warum war denn ihr Schlitten so schnell? Viel schneller als bei Markus. Mensch, Linus, ist dir was passiert? Du bist aber da ganz schön runtergedonnert. Markus war schon so schnell, aber du hast das Ganze nochmal getoppt. Ist alles okay bei dir, Linus? Ach, du hast den falschen Schlitten genommen. Du hast den genommen mit dem Speck drunter. Oma hatte recht. Der ist ja nur so den Berg runtergesaust. Ja, also Oma hat wirklich recht gehabt. Ich werde mich daran auf jeden Fall erinnern. Och, mein Herz flattert immer noch. So schnell. Ich hatte das Gefühl, ich bin mit einem Düsenjet unterwegs. Markus ärgert sich gerade bestimmt, dass er den Schlitten nicht genommen hat. Da muss ich Omi nachher mal anrufen und mit ihr schimpfen. Das ist ja viel, viel zu gefährlich für so einen kleinen Jungen wie mich. Ach, Linus, es ist doch alles gut gegangen und das ist doch das Wichtigste. Das stimmt und wenn ich ehrlich bin, hat sogar ein bisschen Spaß gemacht. Ja, aber jetzt würde ich gerne nach Hause. Ich bin überall nass und mir ist kalt. Und ich muss das erstmal verdauen und dann muss ich Omi anrufen und dann muss ich ganz doll mit ihr schimpfen, dass sie mir so viel Speck unter den Schlitten geschmiert hat.
Morgen, Linus. Aufstehen, du Schlafmütze. Na komm, Emma, dann gehen wir mal deinen Bruder wecken. Pien, Finus, Pien, Pien, Vampir, Pien. Och, Emma, warum weckst du mich denn? Finus, Finus, Pien, Finus, Finus, Vampir. Na, ich glaube, deine Schwester möchte gerne, dass du aufstehst. Und glaub mir, heute lohnt es sich ganz besonders. Och, ich habe heute gar keine Lust in die Kita. Ich bin ganz doll müde. Ich würde lieber heute im Bett bleiben. Ich habe so schlecht geschlafen heute Nacht. Ach, Linus, nun steh doch auf. Glaub mir, heute lohnt es sich ganz besonders aufzustehen. Guck am besten gleich mal aus dem Fenster, dann hast du gute Laune. Nee, ich bleib heute hier liegen. Ich gehe heute nirgendwo hin. Och, außerdem ist mir kalt. Und ich habe so schlecht geschlafen heute Nacht. Ich konnte gar nicht einschlafen. Und dann musste ich zweimal auf Toilette. Das war richtig blöd. Ach komm schon, Linus. Nun hat man nicht so schlechte Laune. Steh auf und guck aus dem Fenster. Vertrau mir. Danach hast du super Laune. Ach Mann, ich bin so müde. Naja, dann gucke ich mal aus dem Fenster, was da wohl los sein soll. Ach, wahrscheinlich ist der Frühling ausgebrochen. Es hat geschneit. Ich werd verrückt. Ach, wie toll. Oh, ist das schön. Alles ist weiß. Das sieht aber super aus. Oh Mann, ich muss mich sofort anziehen. Und dann muss ich schnell in die Kita. Und, oh, Hannah wird auch so froh sein, dass es endlich geschneit hat. Ach, ich freue mich so. Ach, Mama, es hat ja geschneit. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Dann hätte ich viel, viel bessere Laune gehabt. Ach, ist das schön. Kann ich gleich vor der Kita nochmal raus? Ich will mir alles ganz genau ansehen. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Oh, ich freue mich so, dass es geschneit hat. Ich wünsche mir schon seit Wochen, dass es endlich schneien soll. Aber natürlich darfst du noch vor der Kita raus, Linus. Aber dann zieh dich jetzt gleich an, sonst wird das nämlich alles wieder zu spät. Boah, Emma, schau mal, so viel Schnee. Ich kann das gar nicht glauben, dass da draußen so viel Schnee liegt. Ach, ich freue mich so sehr, gleich in die Kita zu gehen. Und dann kann ich vielleicht mit Hannah einen Schneemann bauen. Ach, das wird einfach ein super Tag heute. Vampir, Vampir! Ja, sag mal, was ist denn mit Emma? Kann sie nicht mit rauskommen? Nein, Linus, das geht nicht. Das ist viel zu kalt für Emma. Wir gehen später mit ihr zusammen raus. Na, Fussel, bist du dir sicher, dass du bei dem Wetter raus willst? Da kriegst du doch nur kalte Pfoten. Ich werd verrückt. Es hat ja mega doll geschneit. Oh, ist das toll. So viel Schnee. Oh, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Schneemann bauen, Schlitten rausholen oder Schneeballschlacht machen. Oh, ist das toll. So viel Schnee. Und wie schön das glitzert und unter den Schuhen knirscht. Ach, ich liebe Schnee einfach. Das ist so toll. Schade, dass es so wenig schneit hier immer. Ja, guten Morgen, Linus. Na, hast gesehen, hat geschneit, aber richtig viel. Ah, guten Morgen, Kalli. Ja, es hat richtig doll geschneit. Da kann man ja kaum noch durchlaufen. Ach, ich freue mich so sehr. Das ist einfach nur super. Naja, Linus, also für mich ist das nicht so super. Erstmal ist das richtig kalt und zweitens kommen immer wenig Leute nur beim Schnee. Das heißt, heute werde ich nicht so viel verkaufen. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. So, Emma, und wir schauen jetzt erstmal, ob das Wetter so bleiben soll und ob wir überhaupt Schnee schieben müssen oder ob es vielleicht auch nachher schon wieder wärmer wird. Dann brauche ich nämlich gar nicht den Schneeschieber rausholen. Na, da habe ich heute Morgen aber nicht schlecht gestaunt. Da ist nämlich alles weiß. In ganz Deutschland liegt eine weiße Schneedecke. Das ist ja wohl mal der Hammer, oder? Auf jeden Fall, der Weg zur Arbeit war heute auch wirklich sehr beschwerlich. Passen Sie bitte auf, Eisglätte ist auch in vielerorts zur Gegend. Auf der A1 ist übrigens eine Vollsperrung aufgrund des Wetters. Dort gab es ein, zwei Karambolagen wegen dem Eises. Also umfahren Sie diese am besten. Ich bekomme auch gerade eine Eilmeldung aus dem Wetterdienst. Und zwar soll ich Ihnen sagen, dass es heute den ganzen Tag in ganz Deutschland sehr stark schneien wird. Es wird sogar ein Schneesturm erwartet. Bitte bleiben Sie am besten zu Hause und verlassen Sie nicht mehr das Haus. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Informationen zu den Temperaturen geben und zu der Schneemenge? Wie lange soll es denn so schneien? Ja, natürlich. Der Wetterdienst hat gemeldet, dass das Ganze ab kurz vor 11 losgeht und heute den ganzen Tag wirklich sehr, sehr stark schneien soll, mit heftigen Verwehungen. Teilweise werden bis zu 83 cm Neuschnee erwartet. Also passen Sie bitte gut auf sich auf. Fahren Sie vorsichtig und lassen Sie am besten das Auto stehen. Außerdem ist der Wind sehr, sehr stark und die Temperaturen gehen auch immer weiter runter. Also passen Sie bitte gut auf sich auf. Als ob es hier so doll schneit, Emma. Hier schneit es kaum oder immer nur so ein bisschen. Na, Fussel, möchtest du jetzt rein? Habe ich doch gesagt, dass es kalt ist. Und Linus, kommst du jetzt auch bitte rein? Wir müssen zur Kita. Ich werd verrückt, du. Schau dir das mal an. So viel Schnee. Da schippen wir ja den ganzen Tag.
Hallo Omi, es hat geschneit. Ist das nicht toll? Hoho, Linus. Ja, du musst den Kram ja auch nicht wegräumen. Dann würde ich das auch alles ganz toll finden. Aber so macht das ja wohl gar keinen Spaß, den ganzen Schnee wegzuschieben. Aber sieht das so toll aus. Schau mal, wie das glitzert. Das ist doch einfach super. Ich hoffe mal, dass der ganze Kram mir gleich wegtaut, du. Da habe ich ja gar keine Lust drauf, hier den ganzen Tag Schnee zu schippen. Angeblich soll das ja noch mehr schneien. Habt ihr das gehört in den Nachrichten? Oh, noch mehr Schnee. Und es darf auf keinen Fall tauen. Ich möchte leider noch Schlitten fahren. Na, das glaubt ihr ja wohl nicht, dass es so doll schneien wird heute, oder? Pass mal auf. Ich habe das nämlich auch heute im Radio gehört. Und das Wetter am Radio ist immer richtig. Also ich glaube schon, dass es noch mehr schneit. Das riecht auch irgendwie nach richtig viel Schnee. Wenn du sagst, dass du Schnee riechst, dann hattest du auch immer recht. Dann glaube ich dir wohl mal. Och Mann, dann muss ich doch noch den Schneeschieber aus dem Keller holen. Oh Mann, Silke, ist Linus immer noch nicht da? Wo bleibt er denn? Ach, du weißt doch, Linus kommt doch immer ein bisschen später sowieso. Und ja, vielleicht braucht er heute ein bisschen länger, weil es draußen glatt ist. Und bleib mal ruhig, Hannah, er kommt bestimmt gleich. Och Mann, ich warte auch auf Linus. Wir hatten gesagt, wenn es mal schneit, dann bauen wir einen Schneemann oder irgendwas. Ja, genau, das würde ich auch gerne mit ihm machen. Wir können es ja zusammen machen, dann geht es viel, viel schneller und besser. Och, aber dafür müsste er endlich mal kommen. Das ist aber auch eine Trödeltante. Guten Morgen, Silke. Hallo, Hannah. Ach, Linus, da bist du ja endlich. Wir warten schon die ganze Zeit auf dich. Nun lass Linus doch erstmal reinkommen. Hast du gesehen, Linus? Es hat geschneit. Ist das nicht toll? Och, wirklich, Hannah, habe ich gar nicht gesehen, dass es geschneit hat. Och, wie, es hat geschneit. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, Mann, das war wirklich eine dumme Frage. Ja, Linus, du hast recht. Natürlich hast du das gesehen. Du kommst auch von draußen. Komm, Paul, wir werfen den Jonas ab. Hier wird niemand abgeworfen, mein lieber Freund. Ach, Mann, Marie, das war doch gar nicht so gemein. Wir werfen natürlich nicht den Jonas ab, sondern dich. Es ist so viel Schnee, da weiß man gar nicht, was man machen soll, oder? Na, ihr könntet zum Beispiel hier auf dem Schlitten fahren. Oh, wie cool, ich liebe Schlittenfahren. Ach, ich möchte auch unbedingt mitfahren, darf ich? Es gibt nur ein Problem, ihr müsst euch hinten anschieben. Ich habe hier vorne keine Leine zum Ziehen. Okay, Linus, würdest du mich hinten anschubsen? Das wäre super. Oh, Hannah, du bist aber ganz schön schwer. So einfach kann ich dich nicht anschubsen. Komm, Linus, ich helfe dir. Oh, schau mal, es fängt an zu schneien. Oh, und da ist nicht gerade wenig. Oh je, oh, ich glaube, da gehe ich lieber rein. Das ist mir zu kalt. Noch mehr Schnee, noch mehr Schnee. Das ist einfach nur super. Das ist jetzt aber heftig. Wo kommt denn der ganze Schnee auf einmal her? Juhu, das macht so viel Spaß. So, Kinder, dann kommt jetzt bitte rein. Es schneit viel zu doll. Nachher werdet ihr alle noch krank und nass. Och, aber ich wollte auch noch Schlitten fahren. Kannst du doch auch nachher, wenn es aufgehört hat zu schneien. Aber das ist einfach zu heftig. Komm jetzt bitte mit rein. Och, das ist aber viel Schnee. Ich glaube, so viel Schnee habe ich noch nie gesehen. Einfach nur toll. Wenn das weiter so schneit, dann sind wir bald eingeschneit und dann müssen wir in der Kita schlafen. Schaut mal, wie viel Schnee jetzt hier schon liegt. Wenn man jetzt die Tür aufmacht, kommt alles rein. Ach, das ist einfach ein toller Tag, wenn ihr mich fragt. Guck mal, Linus, wer da kommt. Das ist doch dein Opa, oder? Ja, das ist mein Opa. Was macht der denn hier? Ach, Herr Fröhlich, das ist aber wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie mir helfen hier beim Schneeschieben. Och, das mache ich doch gerne für Sie. Kommen Sie, wir machen das eben schnell zu zweit und dann sind wir auch ratzfatz fertig. Und Sie können wieder in die Wärme. Oh, ist das kalt und windig. Oh, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Opa war sogar vorhin hier und hat hier den Schnee weggemacht. Ja, ich weiß, das hat er mir erzählt. So, Linus, dann komm, halt bitte Emma fest, nicht, dass sie noch wegfliegt. Du meine Güte, ist das viel Wind. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich auch nicht, Linus, ich auch nicht. Komm, wir laufen ein bisschen schneller. Oh, ist das kalt und so viel Schnee. Wenn das morgen noch so doll schneit, dann kannst du mich lieber mit dem Schlitten abholen. Wenn das morgen noch so weiter schneit, gehst du bestimmt nicht in die Kita. Das ist viel zu heftig. Wir müssen auch gleich noch irgendwie den Schnee vor der Tür wegbekommen. Oh je, das ist aber hier wirklich viel Schnee. Das habe ich wirklich noch nie gesehen, Linus, noch nie. So viel Schnee bei uns in der Stadt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Sag mal, Kalli, willst du nicht lieber mit reinkommen bei uns? Das ist doch viel zu kalt. Oh, nee, Sophia, ich packe auch gleich ein. Annika holt mich ab. Das ist mir zu kalt und auch viel zu windig. Kommen eh keine Kunden. Aber danke für das Angebot. Och, Mann, das ist ja voll schwer, diesen Schnee wegzubekommen. Und dann auch dieser Wind. Och, ich glaube, das bringt nicht viel. Ach, es nützt nichts, Linus. Der Schnee muss ein bisschen weg. Nicht, dass jemand noch ausrutscht und wir Ärger bekommen. Ja,
habe das Gefühl, umso döller ich schiebe, umso mehr Schnee kommt vom Himmel. Das kann doch nicht sein. Linus, ich glaube, das hat keinen Sinn. Ich glaube, wir gehen erstmal rein und warten, bis es aufgehört hat zu schneien. Und Kalle, bist du dir sicher, dass du nicht mit reinkommen willst? Es ist so kalt. Nein, danke, Sophia. Ich warte hier. Aber du bist echt lieb. Vielen Dank. Oh, ist das kalt. Oh, ich bin richtig durchgefroren. Oh, dass es so kalt ist, wusste ich nicht. Ich auch nicht, Linus. Ich wusste auch gar nicht, dass es hier so viel schneien kann. Weißt du, was da hilft? Eine große Tasse Kakao, damit wir beiden wieder warm werden. Oh ja, eine Tasse Kakao. Das ist super. Dann nehme ich auf jeden Fall eine mit ganz viel Sahne. Oh, ich merke schon, wie mir wieder warm von innen wird. Das ist echt toll. Danke nochmal, Mama, für den leckeren Kakao. Oh, meine Güte, was ist denn da draußen für ein Wetter? Das geht ja mal gar nicht. So viel Schnee. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das ist ja schon ein richtiger Schneesturm. Da ist ja auch so viel Wind bei. Oh ja, Lukas, ich bin auch fix und fertig. Ich habe versucht, draußen Schnee zu schippen, aber das kann man total knicken. Oh, was ist das denn hier? Hast du mir schon Kaffee gekocht? Oh, lecker. Das ist ja ein Kakao. Na gut, trinke ich auch. Aber danach hätte ich gern Kaffee. Oh, ich bin so durchgefroren. Da tut ein Kakao richtig gut. Oh Mann, Lukas, ich bin auch total durchgefroren. Das war mein Kakao. Ja, hallo Kinder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat euch das Video gefallen, dann gebt uns bitte unbedingt einen Daumen nach oben. Ansonsten vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr hier vorne einfach tun, indem ihr auf meinen Kopf klickt. Habt ihr auch schon mal einen richtig schlimmen Schneetag erlebt? Dann schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Ansonsten verlinken wir euch hier vorne unsere Playlist mit dem ganzen Schnee. Da sind wir mal Schlitten gefahren und so. Und hier vorne noch das Video zu Emmas Geburt. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!